years. Thank you. Yeah, well. Which side? Oh, the same side. How about this? Okay. 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 One, two, three. Yeah. Yes. So it is a very happy day for us. It's been a lot of work to be here today, but we're looking forward to the coming years. So once more, I'd like to thank the Garching Stiftung and our colleagues in the Heidelberg Institute for Theoretische Studien for their enormous collaboration in some of the digital components that we have in the exhibits. Die ESO Supernova vereint gleich mehrere Förderschwerpunkte der KTS, wenn nicht sogar alle. Eine große Leidenschaft unseres Stifters Klaus Tschira war die Astronomie. Klaus Tschira also erteilt uns den Auftrag, hier an der Gesamtkonzeption mitzuarbeiten und ganz speziell wissenschaftlich zu begleiten. Und im Schnitt ganz deutlich immer noch diese beiden Körper, diese beiden Kerne, Planetarium, mit dem Luftkern erkennbar. Das sieht dann im Modell so aus. Die ESO Supernova ist ein hochmodernes Planetarium und Besucherzentrum im Herzen des Forschungscampus Garching. Die Beleuchtung und andere Gebäudesysteme werden vollautomatisch. Wir wünschen Ihnen allen viele Besucher, die sich so von der Astronomie faszinieren lassen, wie es sich mein Vater gewünscht hat. Lassen wir ab heute einen neuen Stern über Bayern erleuchten. Supernovae betreffen alle unsere Leben. Wir sind alle aus Sternstaub gemacht. Vielleicht sehen wir, was dann die Supernova war. Und da werden, wie gesagt, diese 100.000 und mehrere 100.000 Erdmassen aus Eisen ausgestoßen. Zuletzt starten wir das ESO Supernova Planetarium und Besucherzentrum. Now in Africa it's day, and now we are in South America, Australia, Africa. Okay, that's it.